Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 19, die Große Anfrage der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend nachhaltige Beschaffung in Hessen. Das ist die Drucksache 19/4981 zu 19/4418. Die erste Wortmeldung liegt mir vor vom Kollegen Landau von der CDU-Fraktion. Herr Kollege Landau, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Deutschland werden jedes Jahr 350 Milliarden € durch die öffentliche Hand für Produkte und Dienstleistungen ausgegeben. Dabei entfällt der mit Abstand größte Anteil auf die Kommunen. Das öffentliche Beschaffungswesen macht also einen nicht geringen Teil des Bruttoinlandsproduktes aus, und die öffentliche Hand hat so auf vielen Gebieten eine echte Marktmacht. In der Realität bestimmen bei der Auswahl der Wirtschaftsgüter, der Waren und Dienstleistungen der Preis und die Funktionalität die Kaufentscheidung. Ihre Marktmacht muss die öffentliche Hand aber im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nicht nur im Interesse der Umwelt nutzen. Ihre Vorbildfunktion wurde daher auch wiederholt von den Vereinten Nationen zu Recht angemahnt. Der Gipfel in Rio de Janeiro hat das Konzept der nachhaltigen Entwicklung 1992 bereits als internationales Leitbild anerkannt. Öffentliche Behörden und Einrichtungen haben inzwischen auch die rechtlichen Grundlagen, ökologische und soziale Kriterien im Beschaffungsprozess zu berücksichtigen. 2009 wurde das Vergaberecht geändert. Lassen Sie mich ein Beispiel für das Potenzial nachhaltiger Beschaffung herausgreifen. Laut Umweltbundesamt ist das Treibhauspotenzial für das Drucken von 1.000 Seiten bei einem Multifunktionsgerät mit dem Umweltzeichen Blauer Engel etwa um die Hälfte geringer als bei einem konventionellen Gerät. Geht man davon aus, dass ein Multifunktionsgerät etwa 50.000 Seiten pro Jahr druckt und eine Lebensdauer von 5 Jahren hat, spart ein Gerät mit dem Blauen Engel im Vergleich zu einem entsprechend anderen Gerät ca. 1.150 Kilogramm Kohlendioxidäquivalente, und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Wie sieht es also unter Beachtung von ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in der derzeitigen Beschaffungspraxis des Landes Hessen aus? Dass es der Landesregierung ernst mit dem Thema ist, sieht man daran, dass sie die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen geschaffen hat. Und da hat es sich um keinen leichten Prozess gehandelt. Und das lässt sich der Antwort der Landesregierung durchaus auch ablesen. Dabei ist es klug, wenn man sich auf den Weg der nachhaltigen Beschaffung macht, auch Akteure von außerhalb einzubinden, um den Lerneffekt zu erhöhen. Gerade der Erfahrungsaustausch mit der freien Wirtschaft ist hier wichtig. Die Liste der eingebundenen Institutionen ist dann auch, wie wir gesehen haben, beeindruckend. Entscheidend zum Erfolg tragen nicht zuletzt die Bedarfsstellen und die Beschaffungsstellen in der Landesverwaltung bei. Sie alle haben mit ihren Erfahrungen dazu beigetragen, die erarbeiteten Leitfäden praxisnah auszugestalten. Aber mit der Erarbeitung und Anwendung der Leitfäden ist es alleine nicht getan. Denn technische Neuerungen und Weiterentwicklungen sowie sich eine immer wieder verändernde Rechtssituation machen eine permanente Anpassung in der Sache notwendig. Das öffentliche Beschaffungswesen wird durch ein eigenes Vergaberecht geregelt. Ich erwähne nur die Vergaberichtlinien der Europäischen Union. Und mit dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz wurden auch in Hessen inzwischen entsprechende rechtliche Rahmen geschaffen, der eine rechtssichere Umsetzung ökologischer, ökonomischer und sozialer Kriterien im Prozess der Beschaffung sicherstellt. Im HVTG, so heißt das kurz, wird den Kommunen, und ich hatte ja eingangs gesagt, wie wichtig deren Rolle hierbei ist, wird also als bedeutender Nachfrage an Produkten und Dienstleistungen in der nachhaltigen Beschaffung hier die unter bestimmten Voraussetzungen die rechtliche Möglichkeit gegeben.
Den in der Anlage der Drucksache zu findenden Leitfaden zur nachhaltigen Beschaffung von Büromaterial kann übrigens auch jeder Abgeordnete nutzen, um persönlich einen Beitrag zu leisten. Und ich kann Ihnen versprechen, ich habe reingeguckt, Sie werden staunen. Ob wir uns dann bei der Beurteilung nachhaltiger Büromaterialien auf Gütezeichen oder Zertifizierung verlassen, ist beim Büromaterial des Abgeordneten die Sache eines jeden Abgeordneten. Für die Landesverwaltung stellen sich jedenfalls unter Beachtung wettbewerbsrechtlicher Aspekte ein hilfreiches Kriterium dar, um beworbene Nachhaltigkeitsmerkmale von Produkten überprüfen und angebotene Produkte dann auch letztlich vergleichen zu können. Es überrascht nicht, dass etwa die Hälfte der öffentlichen Vergabestellen in Deutschland keine Berechnung der Lebenszykluskosten der anzuschaffenden Produkte vornimmt, da dies sehr komplex ist. Dabei ist dies eine entscheidende Stellschraube. Die inzwischen erarbeitete Toolpicker-Software kann hier eine große Hilfe sein und wird hoffentlich auch verstärkt angenommen. Für die vollständige Betrachtung eines Produktes gehört eben nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch mit welchem Aufwand es wie lange zu nutzen ist und wie es am Ende natürlich auch mit Entsorgung und Recycling aussieht. Also bringt Hessen bei seiner öffentlichen Beschaffung Wirtschaftlichkeitsgrundsätze und Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf den Lebenszyklus zusammen. Und das, denke ich, ist ein Applaus wert. Zur Nachhaltigkeit trägt auch das im Juni 2009 gestartete Projekt CO2-neutrale Landesverwaltung bei, welches in der Verantwortung des Finanzministeriums liegt, wobei Hessen, und auch das möchte ich hier anmerken, bundesweit wieder einmal die Vorreiterrolle einnimmt. Mit der schrittweisen Erfassung von CO2-Emissionen in CO2-Bilanzen und der Umsetzung in Energieeffizienzstandards bei staatlichen Neubaumaßnahmen und bei landeseigenen Bestandsgebäuden sowie der Einhaltung von CO2-Standards bei der Beschaffung soll das Ziel einer CO2-neutralen Landesverwaltung im Jahr 2030 erreicht sein. Die nachhaltige Beschaffung ist geboten, und sie liegt nicht nur bei privaten Verbrauchern im Trend. Sie ist längst keine schwarz-grüne Spielwiese. Vielmehr ist sie nach meiner Auffassung eine Chance für mittelständische Betriebe, die mit dem Abgrenzungskriterium Nachhaltigkeit bei öffentlichen Aufträgen zum Zuge kommen, weil es ihnen alleine über den Preis oft genug nicht gelingt. Die nachhaltige Beschaffung schafft Mengeneffekte, welche die Marktfähigkeit innovativer, nachhaltiger Produkte stärkt. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit möchte ich zum Schluss kommen und der Landesregierung für die aufschlussreiche Beantwortung unserer großen Anfrage herzlich danken und ihr in dieser Sache einen nachhaltigen Erfolg wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Wenn Sie nicht möchten, dass wir jetzt hier mit der Debatte enden, dann möchte ich Sie doch bitten, eine Wortmeldung abzugeben. Ich sehe, es kommt auch schon eine Wortmeldung von der FDP-Fraktion. Sie dürfen dann auch gleich, Frau Kollegin Knell. Knell. So, Herr Kartmann sagte eben, hier ist eigentlich alles wie im Stadtparlament oder Kreistag. Herr Rudolph fehlt, der ist sonst immer bei mir. Sie müssen rechts gucken, hier bin ich. Okay. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das stimmt. Wir kennen uns schon sehr lange und ja, ich bin da einiges gewohnt. Also kann eigentlich nicht so schlimm werden. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sind der schwarz-grünen Koalition für diese Große Anfrage ausdrücklich dankbar, weil sie eben gut aufzeigt, welche bürokratischen Hürden die Koalition nach der Regierungsübernahme im Jahr 2014 für kleine und mittelständische Unternehmen und die Kommunen eingeführt hat. Ach ja, es geht weiter wie zu Hause. Die Vergabe öffentlicher Aufträge
bzw. das Beschaffungswesen soll eigentlich dafür sorgen, dass mit Steuergeldern sparsam gewirtschaftet wird. Es ist eigentlich ein Steuerzahlerschutzgesetz, das Korruption verhindern und Beschaffungen der öffentlichen Hand transparent machen soll. Mit dem hessischen Gesetz werden diese Grundsätze über den Haufen geworfen. Es verlangt Nachweise in Textform für alles Mögliche, auch für Dinge, die gerade Kleinunternehmen, die selbst Produkte zukaufen, gar nicht gewährleisten können, weil die Lieferketten oft für diese Unternehmen selbst nicht beeinflussbar sind. Und auch wenn ich damals noch nicht im Hessischen Landtag angehört habe, darf ich daran erinnern, wie die Kommunen und Verbände in der Anhörung Sturm gegen das Gesetz gelaufen sind, bei denen die GRÜNEN 1:1 ihre Vorstellung durchgesetzt haben. Die Stadt Wiesbaden sagte damals, hier wird eine Fülle von neuen Anforderungen sowohl an die Unternehmen als auch an die öffentlichen Auftraggeber eingeführt, die für das Vergabeverfahren einen erheblichen zusätzlichen Aufwand verursachen. Der Hessische Landkreistag bemerkte, für die Auftraggeber werden unter anderem umfangreiche zusätzliche Prüfungs- und Nachprüfungspflichten geschaffen, die die kommunalen Vergabestellen in erheblichem Maße belasten können. Aber auch der Bund der Steuerzahler sah eine Behinderung der Vergabe öffentlicher Aufträge. Die Wirtschaft und die IHKs befürchteten, dass sich viele kleine und mittlere Unternehmen gar nicht mehr an Ausschreibungen beteiligen werden, was am Ende zu einer Verteuerung öffentlicher Aufträge insgesamt führen würde, weil der Wettbewerb ausbleibt. Sie merken, zusätzlicher Aufwand, Belastung der Kommunen, Verteuerung. Besten Dank, verehrte Landesregierung. Nachdem das Gesetz von den GRÜNEN forciert wurde und die CDU nur um Schadensbegrenzung bemüht war, wundert man sich nun schon, dass eine Große Anfrage der Koalition hier vorliegt, die sich ausgiebig mit den vielen bürokratischen, vergabefremden Kriterien auseinandersetzt, aber an keiner Stelle eben mal die Frage nach Kosten oder anderen Folgen dieser Änderung im Beschaffungswesen abfragt. Dabei wäre es doch nach knapp 3 Jahren Gültigkeit langsam an der Zeit, sich auch einmal mit den Wirkungen des Vergabegesetzes und des Projekts nachhaltige Beschaffung zu beschäftigen. Man muss doch auch einmal fragen, welche Auswirkungen auf die Kosten von Beschaffung sind entstanden, wie hoch sind die zusätzlichen Kosten für Bürokratie in den Kommunen und wie hat sich die Beteiligung von kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt. Wir vermuten, dass die Hürden sehr leicht von großen Unternehmen gemeistert werden, die sich um Aufträge bemühen, aber eben nicht von den kleinen und mittleren Unternehmen. Deswegen halten wir die hier beschrittene Entwicklung auch für mittelstandsfeindlich. Und wenn man sich den Leitfaden zur nachhaltigen Beschaffung von Büromaterial anschaut, ich habe das getan, der als Anlage 2 der Antwort auf die Große Anfrage beigefügt wurde, dann fühlt man sich in der Kritik auch bestätigt. Mal ein paar Beispiele, die mich doch durchaus staunen lassen. Unter Punkt 3.2.2 geht es um die speziellen Anforderungen für den Kauf von Ordnern, normalen Ordnern. Dort gibt es z.B. die Anforderung einer Metallkantenverstärkung. Das gilt nicht für Standardordner. Bei Breitenordnern sind sogenannte Raumsparschlitze notwendig. Der Kunststoffanteil von Registratursystemen darf nicht über 1% liegen. Und es muss natürlich 100% Altpapier verwendet werden. Aber da gibt es eine 7%ige Toleranz. Also, es klingt alles verrückt, aber es ist anscheinend ernst gemeint. Und das sind nur 3 von 6 Kriterien, die erfüllt werden müssen. Ein weiteres Beispiel. Ein Marker oder ein Filzstift muss insgesamt 8 Kriterien erfüllen. Aber vor allem muss er natürlich einen Austrocknungsschutz nach ISO 554 oder vergleichbar haben. Meine Damen und Herren, wir finden in der Regel, sollte so ein Stift vor allem einen Deckel haben. Wenn man den nämlich drauf macht, dann trocknet der Stift auch nicht aus. Das hat aber nichts mit Nachhaltigkeitsregeln oder Leitfäden zu tun, sondern in dem Fall auch einfach nur mit gesundem Menschenverstand. Über eine weitere Tatsache in dem Leitfaden war ich dann aber schon erstaunt. Und zwar gab es bei der Gesetzgebung zum Vergabegesetz ja auch eine intensive Debatte über die Anwendung der sogenannten ILO-Kernarbeitsnormen. Am Ende war die Mehrheit überzeugt, dass diese im hessischen Vergabegesetz keine Anwendung finden, weil es Unternehmen und Kommunen schwerfallen dürfte, die komplette Lieferkette bis in Entwicklungsländer zu verfolgen und dafür gerade zu stehen. Über den Leitfaden für nachhaltige Beschaffung werden aber genau diese ILO-Kernarbeitsnormen durch die Hintertür wieder eingeführt. Die Zulieferer müssen nun schriftlich bestätigen, dass bei der Herstellung ihrer Waren keine Zwangsarbeit zur Anwendung kam, dass die Arbeitnehmer dem Recht unterlagen, sich Gewerkschaften anzuschließen, keinerlei Diskriminierung und keine Kinderarbeit vorlag. Das sind alles Anliegen, die nachvollziehbar sind und in Europa zum Glück auch Konsens. Aber deswegen muss ich trotzdem feststellen, dass es schwierig ist für ein mittelständisches und kleines Unternehmen, das als Zwischenhändler auftritt und in der Regel eben Dinge nicht selbst importiert, das alles zu überprüfen. Wie bitte soll ein kleiner Unternehmer eine solche Erklärung guten Gewissens unterzeichnen? Und dann gibt es 2 Möglichkeiten.
Er unterzeichnet es, ohne zu wissen, was in der Lieferkette seiner Produkte bis ins hinterletzte chinesische Dorf los war. Oder er unterzeichnet es nicht, ehrlicherweise, und ist damit aus den öffentlichen Vergaben raus. Und das ist jetzt kein absurdes Beispiel, sondern in jedem Handy, in jedem Tablet, in jedem Elektroauto sind heute Materialien wie seltene Erden verbaut, die unter schlimmen Bedingungen in Ländern wie dem Kongo oder China abgebaut werden. Aber das kann kein Händler unterschreiben. Und Nachhaltigkeit heißt aus unserer Sicht auch immer finanzielle Nachhaltigkeit. Es ist eben zu einseitig, immer nur das ökologische Gewissen beruhigen zu wollen und dabei die Ziele Mittelstandsförderung und Kostenersparnis aus den Augen zu verlieren. In unseren Behörden sitzen zum Großteil erfahrene Mitarbeiter, die in der Lage sind, ohne die 40 Seiten Belehrungen der Landesregierung nachhaltig zu handeln, die im Zweifel auch mit gesundem Menschenverstand ökologisch und ökonomisch sinnvolle Entscheidungen treffen können. Und das Misstrauen, das aus solchen grünen Projekten sprießt, ist da in jedem Fall eher kontraproduktiv als hilfreich. So, herzlichen Dank. War gar nicht so schlimm. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Es war die erste Rede von Frau Kollegin Knell. Herzlichen Glückwunsch. Als nächster Redner hat schon Kollege Warnecke von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Knell, wir bewundern Sie dafür, dass Sie mit Günther Rudolph ein so gutes Auskommen haben. Wir haben das auch in der Landtagself, damit wir uns nicht falsch verstehen, und in unserer Fraktion. Zum Thema Nachhaltigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist uns ein nachhaltiges Wortgebirge vorgelegt worden von der Landesregierung mit vielen, vielen Hinweisen darauf, wie man es machen könnte. Entgegen dem, was normalerweise Anfragen auszeichnet, gibt es aber gar keine Bilanz. Haben Sie irgendetwas gelesen, das auch nur ansatzweise darauf hindeutet, wie denn diese entsprechenden Maßnahmen gewirkt haben? In Tonnen, in Kilometern, in von mir aus auch Recyclingmaßnahmen, die Sie dann anschließend in Volumina darstellen? Irgendetwas dieser Art? Nichts, gar nichts. Und insofern ist das Ganze, wie Sie schon dankenswerterweise geschildert haben, ein Werk für Leute, die sich das durchlesen möchten. Nur ob man es machen muss oder nicht, ist genau die entscheidende Frage. Und diese entscheidende Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich an drei Beispielen benennen. Die erste Frage: Wie sieht es denn aus mit dem Beschaffungswesen im Bereich der Fahrzeuge? Für den Bereich des Beschaffungswesens der Fahrzeuge wirken, nach dem, was das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz angibt, der Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen, die zu berücksichtigen sind, mit Blick auf die Gesamtkilometerleistung, also die potenzielle des Straßenfahrzeugs. Erstens Energieverbrauch, zweitens Kohlendioxidemissionen, drittens Emissionen von Stickoxiden. Wenn wir diese Maßgaben hören, liebe Kolleginnen und Kollegen, und dass die Maßstäbe sind, wird das nicht ganz unschwierig angesichts so mancher Diskussion, die wir im Moment in der Öffentlichkeit haben. Wenn wir allerdings lesen, dass davon ausgenommen werden können, die Fahrzeuge im Rahmen der öffentlichen Aufträge der Streitkräfte, das trifft für uns weniger zu, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehren und der Polizei, dann stellt man sich natürlich beim Land Hessen die Frage, was wird denn da noch angeschafft? Das heißt also, alles das, was man an Vorgaben formuliert, formuliert man gleichzeitig mit der Ausnahme, man muss das gar nicht machen. Dafür mag es gute Gründe geben. Aber dann zu sagen, dass das alles, was wir dort abdecken, etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, in dem Sinne, den man vorher formuliert hat, ist doch schlicht und einfach ein Witz. Zweiter Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nachhaltigkeit als solche. Die Nachhaltigkeit als solche ist ja gekommen, wie wir wissen, aus der Forstwirtschaft. Und da bin ich meinem Kollegen Heinz Lotz dankbar dafür, dass er noch einmal darauf hingewiesen hat, dass ich den Herrn Karlowitz zitieren soll, Hans Karl von Karlowitz. Der hat beschrieben, worum es bei der Nachhaltigkeit eigentlich geht. Eine kontinuierliche, beständige, nachhaltende Nutzung. Jetzt gucken wir einmal darauf, was bei uns im Hessenforst passiert. Wir wollen überhaupt nicht bestreiten, dass genügend Holz nachwächst, um den Holzbedarf, den wir dort jedenfalls für uns Menschen definiert haben, zu decken. Allerdings ist das Problem, dass das mit den Altersstufen nicht stimmt.
Wir machen es also gar nicht nachhaltig im Hessenforst, um nur einen Punkt zu benennen. Und dann zu sagen, dass diese Richtlinien daran irgendetwas geändert haben, dass diese Richtlinien irgendwie auf dem Markt wirken, bei denjenigen, die als Konsumentinnen und Konsumenten dort auftauchen, ist schlicht und einfach ein Witz. Jetzt mag der eine oder andere denken, na ja, das, was wir da erzählen angesichts des waldreichsten Bundeslandes, kann ja eigentlich nicht so falsch sein. Ich kann Ihnen nur darauf hinweisend den Aspekt benennen, es gibt ja da eine Eule, auf die verwiesen wird. Uli heißt die Eule, und diese oder dieser Uli, je nachdem, beschreibt, dass es beim Papierverbrauch in Deutschland einen Anstieg von 32 kg in den 50er Jahren auf jetzt 243 kg gibt. Und jetzt wörtlich, die Landesregierung teilt also mit, dass wir in Deutschland noch so schöne Naturwälder haben, liegt daran, dass weil ein großer Teil des Zellstoffes aus Skandinavien und Südamerika kommt. Also Uli, die Eule, teilt uns mit, dass wir nicht mal in der Lage sind, unseren Zellstoffbedarf zu decken. Das ist nachhaltig, weil wir wissen, dass auf der Welt ganz viele Regionen so leben können wie wir, dass wir ganz viele Rohstoffe, und das ist ein weiteres Problem, aus der ganzen Welt zu uns holen, weil wir die gar nicht in ausreichendem Maße haben. Wir leben also trotz dieser Vorgaben, die wir dann in Ausschreibung haben, nicht nachhaltig. Sie werden uns nachsehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der eigentliche Punkt, weshalb Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zu so einem Thema reden, natürlich auch die Beziehung zwischen uns Menschen als Arbeitsbeziehungen sind. Und es ist von Frau Knell schon darauf hingewiesen worden, wenn auch mit Kritik an der ILO, bei uns überhaupt keinen Kritikpunkt, dass es auch darum geht, wie wird denn überhaupt das, was da in entsprechenden Wertschöpfungsketten, in Rohstoffketten dargestellt wird, wie wird denn das produziert? Ist das nur der Rohstoff als solcher oder hat da menschliche Arbeit irgendwas damit zu tun? Und wie sieht es aus mit dieser menschlichen Arbeit? Hängt da Sklavenarbeit, Kinderarbeit drin? Frau Knell hat zu Recht darauf hingewiesen, das kann man nicht immer sagen, aber man muss dafür garantieren. Aber das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, um im wahrsten Sinne des Wortes unsere Welt besser zu machen. Denn liebe Kolleginnen und Kollegen, es kann ja nicht angehen, dass da irgendein Siegel, irgendein Zertifikat ausgestellt wird und die Konsumentinnen und Konsumenten jetzt mal marktwirtschaftlich meinen, sie tun was Gutes und gleichzeitig hängen da sozusagen blutige Kinderhände drin. Und es kann genauso wenig gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja in Hessen auch immer wieder Beispiele dafür, dass in der Baubranche immer wieder zu verzeichnen ist, dass das, was an gerechten Löhnen zu zahlen ist, nicht gezahlt wird. Klammer auf, das mag auch daran liegen, dass der ehemals zweitgrößte Baukonzern Deutschlands unter einem ehemaligen Spitzenpolitiker des Landes Hessen, der demnächst ausgezeichnet werden soll, seinen eigentlichen Bausektor völlig abgeschafft hat. Da gibt es keine Bauarbeiter mehr, die man schon dadurch kontrollieren kann, dass sie Teil dieses Baukonzerns sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit dieser ständigen Verlagerung an Sub- und Subunternehmer, wovon ein ehrlicher mittelständischer Unternehmer ja eigentlich auch nichts hat, mit diesen Verlagerungen kann man so gerne Zertifikate und irgendwas ausstellen, wie man möchte. Aber die entscheidende Frage ist doch, ob ich diejenigen mittelständischen Unternehmungen, die auch noch in 10 oder 20 Jahren vor Ort für Gewährleistung und dergleichen sorgen, die auch mit ihren Fachkräften schnellstmöglich die Probleme, die man möglicherweise hat, beseitigen, ob man das in solche Zertifikate fasst. Ich habe jedenfalls davon gar nichts gesehen. Nichts. Aber das ist nicht nachhaltig, was da gemacht wird. Das schadet uns Menschen allen, weil es die Sozialbeziehungen zerstört und ist nicht nachhaltig. Aber dieses Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen, spielt keine große Rolle. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Da Nachhaltigkeit auch darin besteht, nicht zu lange zu reden, danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass der Herr Minister nachhaltiger darauf hinweisen kann, wie denn die Erfolgsbilanz aussieht. Also, was ist da erreicht worden, außer dass man die entsprechenden Vorgaben als Möglichkeit formuliert hat? Also, was ist konkret in Hessen verbessert worden? Einen Punkt darf ich zum Schluss sagen, haben wir schon gehört, 1,2 Millionen Tonnen CO2, 5 Millionen €, das ist schon klar. Aber wir waren ja nicht einmal in der Lage zu sagen, wie viel Mitteleinsatz dafür notwendig war. Insofern gibt es da noch ganz viel zu tun, um staatlicherseits überhaupt zu definieren, was ist erreicht worden, mit welchen Prämissen. Ich danke fürs Zuhören. Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Erfurth von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Warnecke, ich bin ja froh, dass Sie zum Schluss Ihrer Rede doch noch darauf gekommen sind, dass durchaus Zahlen in der Beantwortung der Großen Anfrage drinstehen, und nicht nur eine, sondern auch ein paar mehr, nämlich genau, dass durch die Umstellung der Landesliegenschaften auf Ökostrom, das ist 2008 passiert, Sie alle wissen, was in dem Jahr 2008 war, genau in diesem Jahr haben wir nämlich alle Landesliegenschaften auf Ökostrom umgestellt, und dann sind 1,2 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden. Durchaus ein beachtlicher Erfolg, wie ich finde, den wir alle gemeinsam geschafft haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Kollege Landau hat ja zu Beginn darauf hingewiesen, dass die öffentlichen Beschaffungsvorgänge ja durchaus einen großen Vorzeigeeffekt haben. 350 Milliarden € im Jahr werden in öffentlichen Behörden oder in öffentlichen Einrichtungen von den öffentlichen Händen beschafft. Das sind immerhin 13% des Bruttoinlandsprodukts. Also hat auch das Beschaffungswesen eine große Vorbildfunktion insgesamt ins Land hinein. Und das sollten wir, glaube ich, nicht zu gering schätzen, dass nämlich auch die Nachfrage an nachhaltigen Produkten und auch der Wirtschaftskreislauf, der sich in diesen nachhaltigen Produkten niederschlägt, hier durchaus einen hohen Stellenwert hat. Es gibt ungefähr 30.000 Vergabestellen im Bund, in Ländern und in den Kommunen, die alle sich irgendwie mit dem Thema Beschaffung beschäftigen müssen. Und deshalb ist Wissenstransfer oder Austausch auch ein wichtiger Bestandteil, den Vergabestellen leisten müssen. Und, Frau Kollegin Knell, dann ist es durchaus wichtig, wenn Menschen, die in kleineren Stellen sich mit Vergaben beschäftigen müssen und sollen, dass die auch durchaus eine Anleitung haben oder einen Leitfaden haben, an dem sie sich mal festhalten können und orientieren können, was ist denn eigentlich ökologisch, was mir in der bunten Welt des Büromaterials so angeboten wird. Man muss sich nicht daran orientieren. Es ist ein Orientierungsmittel für Menschen, die in Vergabestellen, vielleicht auch in kleinen Kommunen, dann sich damit konfrontiert sehen. Ich soll einen ökologischen Ordner beschaffen. Wie sieht der eigentlich aus? Und dann ist es, glaube ich, ganz nützlich, und da finde ich es auch eine sehr gute Idee, einen Leitfaden zu erstellen, in dem man diese Fragen beantwortet kriegt. Und ich finde das auch eine gute Leistung, die unter der Federführung des Finanzministeriums erarbeitet wurde, einen solchen Leitfaden zu erstellen. Das ist nämlich anwender- und praxisorientiert. Und genau das, finde ich, zeichnet auch dieses Projekt nachhaltige Beschaffung der Landesregierung aus. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, zu versuchen, hier Wissen zu bündeln und so weiterzugeben, dass auch nachgeordnete Behörden oder kleinere Vergabestellen durchaus wissen, mit was sie es zu tun haben und wie sie das anwenden können. Und es ist ja durchaus das Anliegen, hier Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Wenn Sie einmal schauen, welche Umsätze allein im Baubereich dadurch ausgelöst worden sind, dass wir die CO2-neutrale Landesverwaltung umsetzen müssen, dann können Sie aus der Beantwortung entnehmen, dass das Ganze Beschaffungsvorgänge im Umfang von 160 Millionen € ausgelöst hat. Ja? Das sind Beschaffungsvorgänge, die auch darauf hinwirken, dass Unternehmen sich auch um nachhaltige Produkte kümmern, dass Unternehmen auch überlegen, wie tatsächlich hier auch nachhaltige Baumaßnahmen umgesetzt werden können. Das fördert doch innovative Technologie und Wirtschaft. Das ist doch genau das, was unsere kleinen Unternehmen und die KMUs auszeichnet, dass sie hier anwenderorientierte Lösungen machen. Und da finde ich es gut, wenn ein öffentlicher Auftraggeber so etwas einfordert und dann auch genau sagt, das ist die Anforderung, die wir brauchen und die wir umsetzen wollen. Und insofern finde ich die Vorbildfunktion der Landesregierung richtig und gut umgesetzt. Und ich sage es auch noch einmal an die Adresse von den Kolleginnen und den Kollegen der FDP. Diese Nachhaltigkeitsstrategie
der Landesregierung gab es ja schon, bevor die GRÜNEN in die Regierung eingetreten sind. Das Leitbild wurde schon 2011 verabschiedet. Es hat sich dann noch einmal geändert, nachdem die GRÜNEN in die, nicht das Leitbild, sondern sozusagen die Umsetzung, nachdem die GRÜNEN in die Regierung eingetreten sind, weil es dann nämlich das hessische Tarifteuer- und Vergabegesetz gab mit den neuen Möglichkeiten, wie künftig nachhaltig ausgeschrieben werden kann. Weil nämlich, bevor es das hessische Tariftreue- und Vergabegesetz gab, nicht so ganz klar war, wie Vergabestellen auch soziale Kriterien in den Ausschreibungen berücksichtigen können. Die gab es aufgrund der europäischen Richtlinie, war das möglich. Aber die Vergabestellen waren immer ziemlich unsicher, wie sie damit umgehen sollen. Und deshalb war es gut, dass mit dem hessischen Tariftreue- und Vergaberecht die Möglichkeit eröffnet wurde, hier auch soziale, nachhaltige oder Genderkriterien in die Ausschreibung mit aufzunehmen und hat hier Rechtssicherheit geschaffen für die Vergabestellen in ganz Hessen, damit eben klar wurde, wir können diese Kriterien in die Ausschreibungen aufnehmen. Und da finde ich es auch gut, ich habe es eben schon darauf hingewiesen, dass unter Federführung des Finanzministeriums solche Leitlinien für nachhaltige Beschaffung erarbeitet worden sind. Und das sind ganz praktische Hilfestellungen. Das finde ich dann tatsächlich anwenderorientiert. Und das hat sich auch das Ministerium nicht ganz alleine ausgedacht, sondern es gab eben viele Mitakteure, die daran mitgearbeitet haben. Das waren Städte und Gemeinden, nicht nur in Hessen. Das waren Universitäten, das waren die Gewerkschaften, das waren die Kirchen, das war auch die Wissenschaft, die hier ganz konkret daran mitgearbeitet hat, wie eben eine anwenderorientierte Vergaberichtlinie aussehen kann. Und ich finde, so etwas zeigt, wie eben auch Vorbildfunktion wahrgenommen werden kann. Und das ist was uns als Anwender und als praktische Anwender immer wieder aufschlägt, ist ja, ich habe ein Produkt, das wahrscheinlich über den Preis gekauft wurde, aber die Folgekosten sind nicht berücksichtigt. Was ist mit Entsorgung? Was ist mit Reparaturfreundlichkeit? Wie wird mit dem Produkt umgegangen, wenn ich es mal nicht mehr brauchen kann? Und all diese Folgekosten werden sollten ja eigentlich auch eingepreist werden, sind aber über den Anschaffungspreis häufig nicht darstellbar. Und da finde ich, auch hier hat die Landesregierung über wissenschaftliche Kriterien ein sehr gutes Instrument erarbeitet, nämlich diese Toolpicker-Software, mit der eben die Anwender herausfinden können, wie der Lebenszeitzyklus eines Produktes ist. Und auch das ist eine ganz praktische Hilfestellung, die vor Ort hilft, tatsächlich auch nachhaltige Produkte zu identifizieren. Insgesamt kann ich sagen, man kann mit dieser großen Anfrage kann man sehr genau feststellen, dass die hessische Landesregierung sich dem Einklang von Ökologie und Ökonomie verpflichtet fühlt und hier versucht, auch in Zukunft beide Bereiche gut zusammenzubringen und so auch insgesamt dafür beiträgt, dass die Wirtschaft auch ein Stück weit ökologischer wird. Und das finde ich gut. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, als ich die Große Anfrage gelesen habe, muss ich sagen, war ich an einigen Stellen so ein bisschen ratlos, was wir hier darüber diskutieren sollen. Weil das ist ein ziemliches Sammelsurium unterschiedlichster Maßnahmen, von denen einige durchaus sehr sinnvoll ist. Ich finde es schön, dass auch der Beschluss aus dem Jahr 2008, nämlich die Liegenschaften des Landes mit Ökostrom, dass sie Ökostrom beziehen, das war ja ein Beschluss aus 2008, wenn ich mich recht entsinne, mit einer rot-rot-grünen Mehrheit damals. Ich habe mich wirklich gefreut, dass die Landesregierung und das CDU-geführte Ministerium ja auch das war ja die Frage, was sind die herausragendsten Projekte im Sinne nachhaltiger Beschaffung? Also, dass endlich diese Landesregierung mal ein Lob auf Rot-Rot-Grün macht und 2008, das hat mich wirklich gefreut.
Also, es war ja lange für Sie so ein Schreckgespenst. Deswegen fand ich es großartig, dass eine dieser Entscheidungen von 2008, Herr Bellino, eine der wichtigsten Errungenschaften nachzulesen in der Antwort auf die Große Anfrage. Das hat mir persönlich äußerst gut gefallen, was Sie da geschrieben haben. Das zeigt auch, was für kluge Entscheidungen man treffen könnte, wenn die GRÜNEN nicht slawisch mit der CDU stimmen. Dann könnten wir einige vielleicht auch klügere Dinge beschließen. Ja, das hat mir gut gefallen. Ansonsten muss ich schon sagen, es ist sehr kleinteilig. Und ähnlich wie dem Kollegen Warnecke sind mir auch die ein oder andere Stilblüte darin aufgefallen. Auch ich habe die Uli die Eule wahrgenommen. Was ich aber fast noch schöner fand, ist ein weiteres Vorzeigeprojekt der schwarz-grünen Landesregierung. Ich darf zitieren: Dr. Thomas Schäfer kocht mit dem Kochbooklet verantwortlich kochen und genießen in der Domäne Mechtelshausen. Neben der Vorstellung des Kochbuchs hat Minister Dr. Schäfer auch selbst in der Küche nachhaltig gekocht und die Gerichte dann einer 9. Hauswirtschaftsklasse der Werner-von-Siemens-Schule aus Wiesbaden serviert. Großartig. Großartig. Also, ich freue mich sehr, Herr Minister, wenn Sie nachhaltig satt geworden sind. Was das genau mit der nachhaltigen Beschaffung des Landes zu tun hat, ist mir jetzt etwas schleierhaft. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Ich meine, man geht ins Kino und sieht Sie auf der Leinwand. Sie schreiben Kochbücher offensichtlich und kochen selbst an Schulen. Also, ich bin wirklich beeindruckt, was Sie nebenbei noch so alles machen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Sie haben auch ein Kochbuch geschrieben. Vielleicht darf ich an der Stelle sagen, dass ich mal mit Herrn ich habe mal mit Herrn Banzer gemeinsam auch ein Kochbuch herausgegeben für den Hessischen Jugendring. Da waren auch andere dabei, aber von daher herzlich willkommen im Club der Kochbuchschreiber, Herr Bellino. Aber jetzt mal im Ernst. Also, dass der Minister irgendein Showkochen macht in der Domäne Mechtelshausen. Das hat doch bitte in einer großen Anfrage zum Thema nachhaltige Beschaffung nicht zu suchen. Ich würde mal, ja, aber bitte, Frau Erfurt, wenn wir über, ich finde das total gut, wenn Sie das Thema Ernährung und das Thema Kochen von mir aus, dass Sie das in der großen Anfrage aufnehmen. Gerne, finde ich ja gut. Aber ich sage mal, was hier zum Beispiel nachhaltig wäre, wäre, wenn man zum Beispiel endlich mal das EU-Schulobstprogramm umsetzen würde. Das wäre wirklich eine gute, nachhaltige Sache. Oder darüber zu reden, dass jedes Kind ein kostenfreies, gesundes Mittagessen braucht in der Kita und in der Schule. Und ich muss natürlich, wenn ich das lese, so ein bisschen noch dran zurückdenken an die Debatte, die wir 2013 erlebt haben, als die CDU ja quasi Kopf stand, als sie durch den Vorschlag der GRÜNEN für einen wohlgemerkt freiwilligen Veggie Day einmal in der Woche in öffentlichen Kantinen. Ich erinnere mich, Sie haben die Freiheit und das Abendland bedroht gesehen. Und ich weiß auch, wie der Ministerpräsident als Protestaktion dagegen im Foyer das Landtagswurst verteilt hat. Ich erinnere mich. Was habt ihr verteilt? Ihr habt Käse verteilt. Super. Ja, mittlerweile. Ja. Das waren noch Zeiten, als der Ministerpräsident Wurst verteilte und ihr Käse. Ja, diese Zeiten sind jetzt noch gegeneinander verteilt. Also von daher erinnere ich mich noch sehr gut an diese sehr skurrile Szene, ein Ministerpräsident, der Wurst verteilt aus Protest gegen den Veggie Day. Gut, aber auch das wäre ja ein Thema, wäre ja was zum Thema Nachhaltigkeit durchaus auch in öffentlichen Kantinen. Also von daher, da musste ich ein bisschen dran zurückdenken und deswegen fand ich das schon etwas skurril. Ich will aber auch noch mal zu dem Thema hessisches Tariftreue und Vergabegesetz kommen, weil das ja angesprochen wurde. Und das ist natürlich sehr wichtig, wie Kollege Warnecke auch schon gesagt hat. Und da haben Sie jetzt ein bisschen was zu aufgeschrieben in der großen Anfrage. Aber ich will noch einmal daran erinnern, das hessische Tariftreue- und Vergabegesetz hat nicht nur eine große Hintertür gelassen, sondern ein riesiges Scheunentor, das es Unternehmern ermöglicht, die Mindeststandards zu unterlaufen. Und das ist die fehlende Generalunternehmerhaftung. Und das haben wir Ihnen damals schon gesagt. Ich will es noch einmal deutlich machen. Dadurch, dass die Generalunternehmerhaftung Ihnen im Gesetz fehlt, ermöglichen Sie Unternehmen, dass sie sich zwar verpflichten, Tariftreue einzuhalten, dann aber Aufträge weitergeben an Subunternehmen
und eben nicht als Generalunternehmer dafür haften und dafür verantwortlich sind, dass diese Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer eben auch tarifliche Standards einhalten. Und damit Sie haben die Generalunternehmerhaftung nicht reingeschrieben. Und das ist genau das Problem an diesem Gesetz. Und deswegen ist es löchrig wie ein Schweizer Käse, Ihr Gesetz. Sie können mir gerne den Artikel, den Paragraphen zeigen, wo Sie bitte die Generalunternehmerhaftung drin haben. Haben Sie nicht, das wissen Sie auch. Die ILO-Kernarbeitsnorm, genauso ein Punkt. Deutschland hat die ILO-Kernarbeitsnormen anerkannt, also z.B. das Verbot von Kinderarbeit. Kinderarmut wäre auch schön, aber es ist Kinderarbeit. Die ILO-Kernarbeitsnormen sind zwar anerkannt, aber sie sind überhaupt nicht implementiert. Das heißt also, auch hier und die ILO-Kernarbeitsnormen, auch die Leerstelle im Tariftreue- und Vergabegesetz. Also, ich finde, die ILO-Kernarbeitsnormen festzuschreiben, das wäre natürlich das Mindeste, was man machen muss. Weil die ILO-Kernarbeitsnormen sind ja jetzt nicht wirklich Errungenschaften, sondern das sind absolute Mindeststandards. So etwas, dass man ein Recht hat, Gewerkschaften zu gründen, dass es keine Kinderarbeit geben darf, das steht da drin. Und ich finde, das nicht gesetzlich zu implementieren, da haben wir schon ein Problem in Deutschland, meine Damen und Herren. Und deshalb, ich wollte eigentlich gar nicht so lange reden, aber jetzt. Aber deswegen zum Ende. Das ist ja auch das ganze Thema Nachhaltigkeitskonferenz. Ich habe ja an sehr, sehr vielen Sitzungen der Nachhaltigkeitskonferenz teilgenommen, wo immer wieder dann die Nachhaltigkeitsstrategie diskutiert wurde. Und ich finde, in der großen Anfrage zeigt sich auch das Problem, das die Nachhaltigkeitskonferenz hat. Es ist sehr viel Hochglanzbroschüre. Es ist sehr viel aufwendige Homepages. Ja, es ist auch das eine oder andere kleine Projekt. Ja, aber das Problem ist, dass was dort Menschen einbringen, durch andere Dinge völlig konterkariert werden. Und wenn man einen Klimaschutzplan macht, aber gleichzeitig den Flughafen ausbaut, ja, mehr Verkehr auf die Straße, also wir haben doch das Problem, dass das alles wieder aufgefressen wird letztlich. Und deswegen die Nachhaltigkeitskonferenz hat das Problem, und das, glaube ich, frustriert auch viele Teilnehmer, dass es wirklich auf sehr kleinteilige Lösungen und Maßnahmen setzt, wo dann mit viel Rummel inszeniert wird, eben z.B. Dr. Thomas Schäfer kocht für eine 9. Klasse in der Domäne Mechtelshausen, was halt mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun hat. Und deswegen finde ich, auch wenn er davon etwas eingefroren hat, Kollege Merz, ist das noch lange nicht Nachhaltigkeit im Sinne von Nachhaltigkeit. Und das, finde ich, ist die Schwierigkeit auch in dieser Großen Anfrage. Viele kleine Symbolprojekte, manche Dinge, wo man sich fragt, was hat das da eigentlich drin zu suchen. Aber ich glaube, wenn wir über Nachhaltigkeit, nachhaltige Beschaffung reden, dann muss man sehr viel größer denken und deutlich machen, Arbeitnehmerstandards müssen gelten, ökologische Standards müssen gelten. Und um die Umweltschutz- und Klimaziele endlich einzuhalten, müssen wir mehr denken als kleine Showprojekte. Und deshalb in der Großen Anfrage. Einige gute Projekte sind da drin, keine Frage. Aber es ist auch viel drin, was sehr kleinteilig ist und wo der Show-Effekt doch der Nachhaltigkeit überwiegt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Dr. Schäfer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ich glaube, als ihr eure Koalitionsverhandlungen da hattet, ist er zurückgetreten danach. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu durchaus vorgerückter Stunde ein Thema mit unterschiedlicher politischer Breitenwirkung. Das, Frau Kollegin Wissler, im Wesentlichen die närrische Saison in Ihrer Rede eingeläutet hat, spricht ja auch dafür, dass sozusagen die Intensität der Beratung möglicherweise überschaubar sein kann. Und dass Sie mir vorwerfen, bei einer Werbeaktion für nachhaltige Beschaffung, für nachhaltige Ernährung in erster Linie an meine eigene Ernährung gedacht zu haben, dem wohnt ein gewisses Maß an Diskriminierung inne anhand von phänotypischen Besonderheiten. So.
Und dadurch, dass sie den Kollegen Banzer noch ins Spiel gebracht hat, wird es nicht besser, meine Damen und Herren. Deshalb wäre ich an der Stelle etwas zurückhaltender bei solchen nachhaltig diskriminierenden Anmerkungen. Zur Sache selbst. Wir haben eine ganze Bandbreite von Anmerkungen gehört. Von dem Hinweis der Kollegin Knell, dass das alles zu dirigistisch sei, was dort gemacht wird, von rechtlichen Rahmen bis zu dem, was wir in Praxis machen, bis hin zu Hinweisen, dass das ja alles noch viel zu wenig sei und man müsse noch viel mehr machen. Das spricht dafür, dass die Frage von Beschaffung in diesem Hause nicht zwingend vollständig konsensual zu lösen ist. Ich will aber darauf hinweisen, dass der eigentliche Kern der Anfrage und ihrer Beantwortung, wobei ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses, aber auch der anderen Beteiligten sehr herzlich bedanken will, das war durchaus Kernarbeit, die Dinge so zusammenzutragen, dass sie eine Beratungsgrundlage hier für das Haus darstellen. Aber ich glaube, wir haben bei dem Projekt versucht, sehr darauf zu referenzieren, welche Bedürfnisse, welche Bedarfe Beschaffung stellen. Frau Erfurt hat darauf hingewiesen, durchaus auch kleinere Beschaffungsstellen haben und versucht, ihnen hilfreich zur Seite zu stehen und eben nicht uns in den Weg zu stellen mit vermeintlich irgendwelchen dirigistischen Vorgaben. Deshalb haben wir ja bewusst bei den einzelnen Projekten jede Menge Praktiker, sowohl von der kommunalen Ebene als auch größere öffentliche Institutionen wie den Hessischen Rundfunk, aber auch die Fraport AG hinzugezogen, um zu versuchen, dort Erkenntnisse zu gewinnen. Und lassen Sie mich so zwei, drei Hinweise geben. Die Leitfäden, die Frau Kollegin Knell eher kritisch gesehen hat, uns sind jedenfalls kritische Anmerkungen von den Praktikern nicht übermittelt worden. Das ganze Gegenteil, sogar außerhalb Hessens ist gebeten worden, die erste Auflage zu aktualisieren, eine zweite hinzuzufügen, weil es eben eine gute Orientierungshilfe gerade für kleinere Beschaffungsstellen darstellt. Deshalb sind wir dem auch gerne nachgekommen. Die Entwicklung dieser Toolpicker genannten Software hilft es beispielsweise kleineren Beschaffungsstellen, auch Mitarbeitern, die nicht jeden Tag sich mit Beschaffung beschäftigen, die aber sagen, ich will nicht nur auf den unmittelbaren Erwerbspreis der zu beschaffenden Sache schauen, sondern will gerne auch über einen Lebenszyklus schauen, zu sehen, was ist denn an Energieverbrauch dahinter, was sind denn da für Folge- und Verbrauchskosten dran. Und diese Software hilft den Beteiligten, das mit einzubinden und damit eine noch validere, kostengünstigere in der Langzeitbetrachtung und gleichzeitig nachhaltige Beschaffungsentscheidung zu treffen. Und lassen Sie mich auf ein weiteres hinweisen. Auf die Frage des Ökostroms ist ja schon hingewiesen worden. Gelegentlich ergeben bestimmte Zeiträume auch nachhaltige Erfolgsmodelle. Das schließt ja manche Dinge auch nicht aus. Ich will aber auf diese Frage mit den Verbrauchsmaterialien im Büro hinweisen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass der Gegensatz von nachhaltiger Beschaffung und kostengünstiger Beschaffung, der in der Debatte konstruiert worden ist, ein konstruierter ist. Durch die Sammelausschreibung, das Zusammenführen, das Standardisieren gerade dieser regelmäßigen Büroverbrauchsmaterialien sind am Ende die nachhaltig beschafften Anteile von 22 auf 41% gesteigert worden, verdoppelt worden. Gleichzeitig ist aber der Preis für das Beschaffte um 20% gesunken. Das heißt, beides ist vereinbar. Nachhaltige Beschaffung auf der einen Seite und gleichzeitig noch bessere wirtschaftliche Ergebnisse bei unseren Ausschreibungen. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich mich sehr herzlich noch einmal bedanken für die Debatte und leiste meinen Beitrag zur Nachhaltigkeit, indem ich meine Redezeit nicht weiter in Anspruch nehme. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Große Anfrage besprochen und erledigt.